Normalität, sie hat uns langsam aber sicher wieder. Und hier in der Wiener Altstadt zeigt sich hinter mir der Wochenmarkt. Der ist zurück aus der Corona-Pause, heute das erste Mal wieder da. Etwa 30 Markttreibende und ganz Haufen Leute sind gekommen. Wir haben Wetterglück und gehen jetzt morgen schauen, was da so alles abgeht. Es läuft sehr gut, also ich bin hoch erfreut, dass ich selber auch wieder kommen durfte und können kommunizieren mit den Leuten. Das ist das, was der Markt ausmacht, dass wir miteinander schwätzen können. Es muss nicht immer über Produkte sein, einfach, ja, einfach allgemein über das Wohlbefinden der Leute auch. Ja. Wir haben geplant drauf, weil bei uns ist das am Samstagmorgen ist das wie ein, so ein Ritual, das wir machen, am Markt und nachher ein neues Gino in Apero. Und ja, da freut sich natürlich, wenn man den wieder rausnehmen kann. Es ist sehr gut gelaufen und eine riesige Freude, dass die Kundschaft wieder gekommen ist, wo man kennt, bis die Corona gekommen ist. Und die sind gekommen und haben aber auch Freude gehabt, dass wir wieder gesehen haben. Und es ist eine gegenseitige Sache und es ist ja nicht nur, dass wir nur verkaufen, sondern es geht ja auch ein bisschen um Kommunikation und ein bisschen zwischenmenschliche und ein bisschen reden miteinander. Also relativ viele Leute hatten, die mit Karten zahlen wollten. Das ist mir aufgefallen. Können wir aber nicht bei mir, aber wir konnten mit Wind zahlen. Es hat Leute gehabt, diverse Leute, die haben mit Wind gezahlt. Und haben mir jedes Mal gezeigt, schau hier, ist angekommen, ich habe gezahlt. Also wir sind sehr froh, haben wir wieder einen Markt durchführen können. Dann sind wir froh um das tolle Wetter, das wir heute hatten. Und grundsätzlich sind wir sehr zufrieden, wie alles funktioniert hat. Von den Marktfahrenden her, aber auch von den Leuten, wie sie sich eingekauft haben. Ja, auch ich habe Zwiel eingekauft. Das feines Joghurt aus Schafsmilch. Ich kann nur empfehlen, es lohnt sich. Kommt auch an den Wiener Wochenmarkt. Tun wir regionale Läden, regionale Betriebe unterstützen. Kommen wir am nächsten Samstag an den Wiener Wochenmarkt.